Ja, hallo, hier ist Vagant mit einem Unboxing-Video für euch. Wieder mal eins. Wieder aus dem Bereich Star Trek. Und zwar ist das diesmal ein Modellbausatz, den ich vergessen habe, dass es den gibt. Und durch einen Modellbaukollegen in der Facebook-Gruppe habe ich den gesehen, dass es den gibt. Und da ist er dann wieder ins Gedächtnis zurückgerutscht. Und dann wollte ich ihn unbedingt haben. Na, für meine Sammlung. Ich baue ihn natürlich auch, aber ich sammle die Dinge auch. So. Habe ihn gekauft, für 30 Euro gekriegt. Der Preis liegt so zwischen 30 und 50 Euro. Das Teil wird nicht mehr hergestellt, ist eigentlich schon vergriffen. Die Lager sind leer und sonst, man kriegt es nur noch so auf dem Markt. Hier habt ihr die Ecke zu sehen, mehr gibt es nicht zu sehen. Nee, es ist das Sorak Shuttle, Vulcan Sorak Shuttle. Und ja, was soll ich dazu nur sagen? Es ist halt aus dem Kinofilm und taucht irgendwann nochmal auf. Und das kann man in zwei Varianten bauen. Nee, nicht bauen, eigentlich nur die Decals drauf klatschen. Und zwar einmal als Sorak-Version und als Föderationsversion. Ich baue es als Föderationsversion, weil es mir so ein bisschen besser gefällt. Ja, und das war es jetzt eigentlich von mir. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim, ja, beim Zugucken, beim Unboxing. Und wenn ihr Lust habt, am Ende freue ich mich über das und natürlich auch über euer Kommentar oder vielleicht noch Anregungen, die ihr habt. Also dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Bis gleich. Jo, und zurück ist er mit dem Sorak Shuttle. So, auspacken. Und los geht's. Die Farbe haut mich ja jetzt schon mal ein bisschen vom Hocker. Weil rosa für ein Modell finde ich schon ein bisschen schwuggele. Aber okay. Ich entreiße mal. Womit fange ich denn jetzt mal an? Ah, okay. Jo, damit fange ich an. AMT bzw. Polarlights haben neu auf dem Markt, also von Polarlights kann man die auch einzeln kaufen. Eigentlich ist AMT Polarlights oder wie auch immer, weil das von Round 2 gefertigt wird. Im Prinzip ist das völlig Latex, wenn man ein AMD oder was kauft, weil das ist eine und die gleiche Firma. Was rede ich da eigentlich? So. Eigentlich müsste ich das Video jetzt nochmal von vorne aufnehmen. Mache ich aber jetzt nicht. Ich kann das nicht andauern. Mehr Licht wäre vielleicht gut. Diese Socke finde ich echt geil. Auch wenn man nicht beleuchtet. Bei dem Sorak Shuttle, da gibt es nicht sonderlich viel zu beleuchten. Ich glaube, das Ding hat nicht mal Positionslichter. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Oder nur eine LED. Das kann man natürlich leicht darstellen. So, jetzt muss ich das tatsächlich auspacken. Ja, ich packe das aus. Ihr habt ja dafür bezahlt, das zu sehen. Na, Quatsch. komm. Einmal die Fetzen fliegen lassen hier. Na, das hockt. Also so viele Teile sind es nicht. Aber ein paar. Gott, machen wir mal die kleinen Teile, die hier drin sind. Dieses Teil, ach so, das ist der Andockring hinten. Da ist sogar eine kleine Tür drin. Kann man das sehen? Oh, da ist eine Duke drin. Oh, das ist aber detailliert. Das sind irgendwelche Teile für die Seite. Also ein merkwürdiges Unboxing jetzt. Aber wenn alles in einer Tüte ist, ja, kann man das nicht anders machen. Hier drauf steht das Baujahr von dem Modell. Und da steht drauf, Baujahr vergessen. Normalerweise steht das da immer drauf. Da steht jetzt nur Manufactured by und Limited und China und mehr unwichtiges Zeug halt. Ja, das sind die Ausläufer. Also der Guss ist ziemlich gut. Also sieht sich gut an, sieht sich gut aus und fühlt sich gut an. Wow, das sind echt, wie gesagt, viele Teile. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Das Ding fällt hier fast ab. Ich helfe dir mal ein bisschen, nicht, dass es einbricht und ein Loch produziert. Moment. Ja, genau, die nehme ich, die Fallerzange, die ist echt geil. Also ich kenne keine bessere dafür. Man kann bündig den Kram abschnibbeln und es ist schon fast glatt. Also
entweder mit dem Messer ein ganz kleines bisschen nachziehen. Das kann ich hier machen, das reicht. Da ist nichts mehr zu spüren. Und hier auch. Jetzt habe ich das, jetzt bastel ich hier. Das soll ein Unboxing-Video sein. So. Jetzt ist das Teil aber fertig, dann brauche ich voller Sack das nicht nochmal machen. Das ist von der Landefähre, da gehört dann noch irgendwie das oben drauf. Ja, genau. Das Teil. Eigentlich kann ich das ja gleich zusammenkleben. Dann wird das ein Unboxing und ein Bauvideo. Nein, mache ich natürlich nicht. Soll ich da ein Bauvideo von machen? Lohnt sich, glaube ich, gar nicht, die 5 Minuten, oder? Gut, dann mache ich im Anschluss, wenn ich das jetzt so sehe, baue ich das nämlich gleich zusammen, weil das kann nämlich komplett in einem Stück zusammengebaut werden. So, Fazit zu den Teilen auf jeden Fall. Alle sehen sehr gut gegossen aus. Detailliert, es sind überall irgendwelche kleinen Strukturmerkmale hier drauf. Überall ist irgendwas. Na, auch hier die Oberseite. Ist ja nicht so viel drin. Schöner kleiner Bausatz. Ich packe den jetzt nicht an, weil ihr habt mich hier alleine. Nein. Ich bin auf die Idee gekommen, das Ding gleich mal zusammenzunageln. So, Anleitung. Ja, der Reihe nach nehme ich jetzt die Anleitung. Gleich muss ich wieder schneiden. Bei so wenig Teilen braucht man auch nicht viel Anleitung, gell? Ja, ihr seht hier Schritt 1. Da ist schon alles zusammengebaut, was mit den, ich weiß nicht, was das sein soll, Antrieb oder soll ich dazu Bug sagen? So, auf jeden Fall denke ich mal, dass hier ja, Carrier-Einheit wäre, das würde das wohl richtig heißen, weil die eigentliche Fähre und wo die Passagiere oder Besatzungsleute drin sind, das ist ja das kleine Ding, was hier oben dann oben drauf sitzt und dann sich abtrennen kann und, ne, kennt ihr aus dem Film. So. Wow. Das hört sich an, ja. Ja, wenig Bauteile und zusammengefasst in gut übersichtlichen Schritten. Das ist auf jeden Fall auch ein gutes Anfängermodell. Und wer mal einen Deckel-Overkill braucht, nein, so viele dürfen es ja nicht sein. Ich werde es ja gleich sehen. Der liegt hier auch mit richtig. Zum Üben ist das auf jeden Fall gut. Die Farben, übersichtlich. F bis F sind 6 Farben. Light Gray, da steht hier sogar die 36495, na witzig. Also von dem Light Gray habe ich gerade im Bestellvorgang eine Flasche, brauche ich noch, habe ich nämlich nicht. Ja, also bemalen kann ich dann heute doch nicht, aber ich kann es zusammenbauen. Gut, was haben wir? Purple? Purple? Da sagen die gleich, das soll Lack sein und dann Purple von Model Master. Dark Ghost Grey Federation, hier ist auch der Farbcode drauf, das ist sehr gut. Armor Sand F, also dass die Federal Standard Nummern drauf sind, das passt mir sehr, weil die Model Master Nummern sind so, ne? Das heißt, dass es einheitliche Farben sind. Und Flat Battle Grey, da muss ich dann nochmal gucken, da muss ich doch eine Liste machen und matt schwarz ist klar. Also viele Farben sind es nicht. Ja, ich hätte dann gerne nach dem Zusammenbauen heute schon ein bisschen lackiert, aber das geht wohl nicht. Mache ich das in einem Abwaschen. Nur wegen Grundieren baue ich die Kabine nicht auf. Ja, da ist wohl doch ein bisschen mehr an Deckels, wie ich sehe. Das ist nämlich alles, was hier ist, ist Deckel. Für Deckel. Ich lasse das mal draußen. Es könnte für, ja, so ein bisschen wie noch mal nach Zahlen. Auf die Seite damit. Und also ich muss schon ehrlich sein, der Mitgrund, warum ich das hier gekauft habe, ist auch der Deckelbogen, weil ich stehe da drauf. Wenn das nämlich da drauf ist, dann ist die Struktur so geil. Also ich persönlich kann nicht so geil mit dem Pinsel umgehen und das so perfekt malen wie hier. Ich habe auch ehrlich gesagt auch von den Profis noch nie ein Modell gesehen, was so gut aussieht, gepinselt, wie als wenn man das so macht. Obwohl, eigentlich bin ich auch ein Profi, ne? Nein, ich kriege dafür kein Geld, also bin ich auch kein Profi. Ja. Anleitung für Deckel brauche ich nicht. Kann ich sowieso nicht. Ich kann ja auch nicht lesen, ne? Oh, was ist das? Wow. Das ist ja, das sind 2 Bögen. Auf jeden Fall.
Das ist aber ganz schön viel, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ganz schön viele kleine Deckels. Das ist natürlich cool, weil man sie dann natürlich absolut perfekt platzieren kann, ne? Wenn sie so in so kleinen Gruppen sind, als wenn das so ein Flatschen ist und man muss den noch rumlegen, um das Objekt. So. Noch mehr, das ist ja schön. Also hier hat man, glaube ich, dann auch noch die Wahl, das könnte Impulsantriebssektion sein, ob man da nun welche Farbe man nimmt. Ich denke mal, dass es so ist. Oh, okay. Es gibt mehrere Beschriftungen auch für die Vulkanier. Surak, Tipau und Sakkar. Tipau klingt. Tja, weiß ich nicht. Habe ich das schon mal gesehen? Wüsste ich nicht. Er sieht aber auch nicht schlecht aus. Ja, und NCC 1701, das heißt also, das Surak-Shuttle ist assimiliert worden von der Föderation und ist nun dafür. Ja, ich weiß nicht, war nicht. War da nie eine Zahl drauf bei dem anderen? Ich bin jetzt nicht, bin mir jetzt nicht sicher. Ja, also Deckels sind eine Menge und auch von der Anleitung her gesehen ist da viel, ja, schön, schön was dran zu machen. Ich freue mich da extrem drauf. Könnt ihr euch, glaube ich, denken, dass ich mich darauf freue. Der Deckelbogen, falls jemand das alte Surak-Shuttle hat, ich weiß, das darf man nicht, aber, oder was heißt, darf man nicht, verkauft ihr nicht. Falls jemand das alte Surak-Shuttle hat und möchte diese Deckels haben, ich bin bereit, die nochmal als PDF-Datei zur Verfügung zu stellen auf Anfrage. Die kann man nämlich nicht nachkaufen. Und da muss man sie sich halt selber drucken. Deckel-Trägerfolie in dem Fall ist dann weiß. Da braucht ihr denn die weiße für, um das zu machen, nicht die transparente. Und dann kann man das selber machen. Ja, es ist auf jeden Fall von der Enterprise, denn ein Shuttle. Und dann kann man die Namen Halley, also für hellischen Kometen wahrscheinlich, und Herschel. Den Namen Herschel kenne ich ja, aber Halley, da muss ich jetzt erstmal überlegen, was das war. So. Viel Großmodell war ja nicht. Ich chille das mal kurz wieder ein. Zumindest die Deckels müssen dann immer Spuckwasser geschützt sein. Genau. Jo, liebe Freunde, das war denn jetzt mein Unboxing-Video von This Model. Mit Schrift zu sehen, ist vielleicht besser. Von diesem Modell. Und ich hoffe, ihr wollt das jetzt auch alle haben und stürmt jetzt eBay und andere Shops und kauft euch das. Also, das denke ich mal, lohnt sich. Solange es das noch gibt und mit dem neuen Aufsteller, was natürlich auch nochmal ein Bonus ist, dass der dabei ist, mit dem Löffel dabei. Den Löffel gibt es nicht dazu, der ist ja jetzt dann kleben geblieben. Das Schöne ist, dass der hier ein Gelenk drin hat, dass man den dann später neigen kann, bewegen, wie man will. Tja. So. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß bis zum nächsten Mal. Mit dem Modell oder auch nicht, wenn ihr es nicht kauft. Ich hoffe, hat euch das Video gefallen. Ach, was rieche ich denn da jetzt? Stolper ich über mir? Über meine Sprache oder was? Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Beim nächsten Unboxing. Und das kommt auch schon bald, weil ich habe noch ein paar Modelle liegen, die ich gerne noch unboxen möchte und euch zeigen. Also den Inhalt zeigen, die ich auch noch nicht gebaut habe, aber wo ich den auch anfange zu labbern, wenn ich die Dinger sehe. Ja, aber bis dahin müsst ihr noch ein bisschen warten. So ein paar Minuten. Na, und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, habe ich ja schon gesagt am Anfang des Videos. Und natürlich über Kommentare könnt ihr auch gerne mal schreiben. Und wenn ihr Bock habt, guckt doch mal vorbei auf meiner Internetseite. Das ist www.startrek-modellbau.de. Registrieren müsst ihr euch leider dort, weil zu viele Bots immer oder in der Vergangenheit mein Forum tot gepostet haben und es schon einmal vernichtet haben. Das finde ich nicht lustig. Ist auch für alle anderen Leute doof, die da sind, wenn alles verloren geht. Und deswegen ist das so.
Dort könnt ihr viele, viele Modelle euch angucken, Bauberichte von mir und von vielen, vielen anderen Leuten, die sich da sehr viel Mühe geben und auch mal was schreiben. Und ich freue mich natürlich auch auf eure Bauberichte dort. Das ist ein bisschen was anderes wie bei Facebook. Bei Facebook postet man und nach einer Woche weiß man nicht mehr, wo es war. Dort in dem Forum werdet ihr das, solange das Forum existiert, und das hat jetzt 10-jähriges Jubiläum, und ich hoffe, dass es auch die nächsten 30 Jahre noch da ist. Also solange ich lebe und solange ich noch Modelle bauen kann, wird das da sein, und sonst übergebe ich das an irgendjemanden, der es weiterführt. Also ich bin ja schon 44, bin ja schon ein alter Sack, ne? So, meine 15 Minuten, die ich mir als Maximalzeit setze neuerdings, die sind jetzt fast durch. Aber ich rede, um zu füllen? Nein. Schaut gerne auf der Seite vorbei. Ich freue mich riesig. Wir alle, die wir da sind, freuen uns über eure Bauberichte. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Vagant.